Hi Leute und ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute wieder mit Enshrouded und einem Update, wie es nach ungefähr einer Woche ausschaut mit unserem Großprojekt der fliegenden Insel. Wir gucken uns also mal an, wie unsere Insel nach dem Ende von Tag 1 aussieht und wundert euch nicht über die Löcher, das sind Rendering-Probleme. Ja, wie ihr sehen könnt, ist die Form tatsächlich nicht ganz so, wie wir sie uns vorgestellt haben, aber wir haben trotzdem für Tag 1 und ich glaube, es waren vielleicht 4-5 Stunden, die gebaut wurde, richtig krass was geschaffen. Wir kommen also zu Tag 2 und wie ihr sehen könnt, haben wir natürlich neben dem kleinen Männchen auch schon die erste Ebene der Insel geschafft. Das war natürlich richtig, richtig viel Arbeit. Also vielen Dank an alle, die hier mitgeholfen haben und gefarmt haben. Wir gehen jetzt auch mal weiter hoch zur Insel und machen natürlich auch hier einen kleinen Rundflug. Und dann könnt ihr sehen, dass wir tatsächlich ja im Gegensatz zu Tag 1 schon eine ganze Menge gemacht haben. Was uns leider dann aufgefallen ist, dass wir tatsächlich die Form der Insel, wie ihr sie hier sehen könnt, überhaupt nicht gefällt. Und deswegen haben wir uns dann auch entschieden, dass wir die Insel nochmal neu bauen möchten, weil es an dem Punkt einfach zu viel Arbeit gewesen wäre, das Ganze wieder abzureißen. Und deswegen haben wir einen kleinen Baustopp verhängt und auf einem neuen Server mit einer neuen Insel angefangen. Ja Leute, und nachdem wir uns dann entschieden haben, unsere alten Insel den Rücken zu kehren und eine neue zu bauen, dessen Form uns mehr zusagt, befinden wir uns jetzt hier auch auf dem Server mit unserer neuen Insel. Hier könnt ihr es schon sehen, in welchen Ausmaßen die Insel jetzt ausschaut. Das wurde tatsächlich auch wirklich schnell hochgezogen. Also echt krass, krass und mega dickes Lob an meine Community, wie schnell sie tatsächlich diese Insel dann aus dem Nichts erschaffen haben. Wir gehen aber jetzt mal auf sie zu. Wundert euch nicht, wenn ihr immer mal wieder so kleine Löcher in der Insel seht. Das sind leider Rendering-Probleme und da wäre es natürlich richtig cool, wenn King Games auch dort bei einem weiteren Update etwas dran ändern würde. Wie ihr seht, ist hier natürlich noch eine Großbaustelle. Klar, wir sind ja auch noch lange nicht am Ende unseres Großprojekts angekommen. Hier wird auf jeden Fall ein großes Gebäude in der Mitte entstehen und zwar eine richtig schön hergerichtete Burg mit allem, was so dazugehört. Wir düsen jetzt einfach mal hin und ihr seht schon, man läuft relativ lange, bis man dann auch mal in der Mitte angekommen ist. Jetzt würde ich sagen, dass wir den Weg einfach von hier hinten nehmen. Ja, wir sind hier gerade dabei, auch mit Terraforming zu arbeiten. Es wird auch viele kleine Höhlen geben, die sich auf der Insel verstecken. Und wenn wir dann einfach mal hier hochgehen, dann werden wir gleich schon den Eingang des Schlosses sehen. Und nein, das ist kein Vogel, das muss einfach nur abgerissen werden. Wir folgen also diesem wunderschönen Weg. Hier haben wir einen kleinen Brunnen, das ist eigentlich aber auch nur ein Platzhalter, der kann nach Belieben noch umgebaut werden, wie eben die Leute so Lust drauf haben. Und hier befindet sich dann der Eingang zum Thronsaal, der auch gerade schon in Arbeit ist und bisher richtig, richtig cool ausschaut, meiner Meinung nach. Wenn wir dann weiter nach rechts gehen, ist hier der Speisesaal in Arbeit mit darunterliegender Küche und natürlich ist es nicht alles, was es hier dann noch zu sehen gibt, sondern es wird noch eine Akademie geben und Gärten wird es geben und noch viele weitere Sachen, die das Herz eines Königs oder einer Königin so begehren. Wir schauen mal hier lang, hier ist auch noch nichts, hier muss auch noch alles Mögliche gebaut werden. Wir haben natürlich noch eine Besonderheit auch hier, die möchte ich euch auch zeigen, zumindest einen kleinen Teil davon, denn alles will ich dann an der Stelle auch noch nicht verraten. Wenn ihr auf jeden Fall Bock habt, bei dem Projekt mitzuhelfen, dann joint natürlich sehr gerne meinem Discord, hier eingeblendet oder auch in der Beschreibung zu finden. Wir freuen uns nämlich über jede helfende Hand, die wir kriegen können. Aktuell sind wir, ja, ich würde sagen, circa 7 Spieler, die aktiv hier an dem Projekt mitarbeiten. Hier finden wir dann auch noch unsere kleine Werkstatt, die natürlich auch nur provisorisch ist. Wir müssen also weiter hier nach unten. Hier entsteht in diesem Hohlkörper, der auch wirklich ein riesiges Ausmaß hat, wie ihr sehen könnt, auch noch viele weitere Sachen, eine Stadt und noch ganz viele andere richtig coole Dinge. Wir haben auch tatsächlich eine Geschichte zu der Stadt. Die wird euch aber dann erst verraten, wenn alles fertig ist. So, und wo ist denn jetzt meine Besonderheit?
Die Besonderheit ist tatsächlich hier, das ist nämlich ein Hangar bzw. eine Landebahn. Aber für was genau diese Landebahn ist, das werde ich euch an der Stelle natürlich nicht verraten. Ja Leute, ich hoffe, euch hat dieses kleine Update der Insel gefallen. Joint, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, auch dran mitzubauen. Es wird nämlich um die Insel herum auch noch viele kleine weitere Inseln geben, auf der jeder Spieler sich austoben kann. In dem Sinn, Leute, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Abonniert, wenn euch mein Content gefällt und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bye!